Die Normung kann natürlich diese Themen, die verhindern, dass man die Normung wirklich einsetzen kann, mit den entsprechenden Akteuren auf politischer Ebene, mit den Parlamentariern, mit den entsprechenden Bundesministerien zu reden, mit der Bundesnetzagentur als Beispiel zu sagen, um unser technisches System nach vorne zu bringen, müssen wir die Marktregeln oder die anderen Regeln viel anders aufbauen, viel flexibler aufbauen, agiler aufbauen und wesentlich mehr Verantwortung an den Stadtrat einer kleinen Stadt übergeben, dass die im Prinzip über die Marktregeln mitentscheiden können und nicht alles das, was sie wollen, bei der Bundesnetzagentur sich genehmigen lassen. Und wenn die sagen nein, dann sagt mir der Politiker, wir können nicht. Die haben gesagt, wir dürfen nicht. Ich war auf einer Konferenz in Essen gewesen, da waren der Gashersteller, Gasvertreiber und Elektrostrom wollten gemeinsam die Sektorenkopplung machen. Da sind sie zur Bundesnetzagentur hingegangen und haben die gesagt, das geht gar nicht, dass sie miteinander reden. Das ist unmöglich. Und dann habe ich die hinterher gefragt, oh, was machen sie jetzt? Ja, wir machen es trotzdem. Einfach machen. Das, was hier drin steht, machen. Und dann schauen, was dann passiert. Und dann wird man schnell darauf hinkommen und rauskriegen, dass bestimmte Regularien, die wir haben im System, einfach nicht logisch sind. Und die Unlogik, die muss rausgebracht werden. Das geht nur, indem man denen das erklärt, was logisch ist und was unlogisch ist. Und damit dann die Technik auf der einen Seite, die Normung zusammenbringen mit den Regeln, die für den Ausbau des Energienetzes überhaupt von der Bundesnetzagentur gemacht werden. Ich bin ja mit einer gewissen Erwartung hierher gegangen, um mal zu verstehen, was viele Leute über die Energiewende denken und wie man das machen kann. Und was ich heute gelernt habe, ist, dass wir einen Regelwust in Deutschland haben, der uns daran hindert, die Energiewende vernünftig zukünftig gestalten zu können. Das fängt an, wenn eine kleine Gemeinde anfangen will, mal energieautark zu werden, Photovoltaikanlagen aufs Dach zu setzen, Windkraftanlagen, das Ganze zusammenzubringen. Und dann scheitert man nicht an den technischen Systemen. Man scheitert an der Regulierung, die wir in Deutschland haben. Und die muss grundlegend überarbeitet werden und neu gemacht werden. Das ist das, was ich heute hier mitgenommen habe. Also ich würde mir wünschen, dass von diesem Campus, Innovation Campus der DKE zum Thema Energie, Energiewende, wirklich die Zusammenarbeit hinkommt zwischen dem VDE, der DKE und den Bezirksvereinen, einen Weg zu finden, wie wir das dann an unsere Mitglieder in die Bezirksvereine reinkriegen und unsere Mitglieder das wieder in ihren Städten und Gemeinden, wo sie drin sind, die Energiewende unter diesem Ziel Anwendung von Normung und Standardisierung und Änderung der Regeln wirklich vor Ort hinkriegen. Und wenn wir dann noch die Menschen begeistern für die Energiewende, dann haben wir das Ziel erreicht.